Hallo, ich bin Timon Laub und das ist Progress. Progress ist eine Kombi aus der bestehenden Threadtour Prozess und Geduld Stefan, einer Sportkletterroute links daneben. Und die werden durch eine ungefähr 5 Meter lange Traverse verbunden, die dann die Krux bildet. Nach ungefähr 7 leichteren Metern startet man in die erste Krux, eine schon technische Stelle aus eher schmalen Leisten und schlechteren Tritten. Das ist auch gleichzeitig die gefährlichste Stelle der Tour, weil die Placements sind doch eher klein und die Schuppe ein bisschen filigran. Um für den Durchstieg dann da möglichst frisch und konzentriert reinstarten zu können, bin ich nach dem Legen von den Kindern und Friends nochmal abgeklettert und nach einer kurzen Pause frisch reingestartet. Nach der ersten Krux kann man 2 ziemlich gute Friends in so horizontale Lettenlöcher legen. Das sind dann die ersten wirklich soliden Placements in der Tour. Nach einem eher mäßigeren Schüttelpunkt geht es dann direkt weiter in die zweite Krux. Die ist ein bisschen kräftiger, aber gleichzeitig auch weniger technisch als die erste und von daher auch ein bisschen angenehmer zu klettern. Danach kommt ein kleiner Friend, bevor man auf einen Absatz gelangt. Das ist dann der erste wirklich gute Schüttelpunkt und auch gleichzeitig das Ende von Prozess. Bis hierhin ist man ungefähr bei 7C plus 8A. Man kann jetzt noch ein paar gute Placements legen und eine längere Pause machen, bevor man dann in die Traverse startet, die dann die eigentliche Krux bildet. Die Krux beginnt von 2 slopigen Leisten aus. Man legt einen entscheidenden Hook, der die nächsten Züge dann überhaupt erst ermöglicht. Mit einem Zwischengriff für links zieht man weiter, komplett ausgestreckt in eine ganz gute Leiste, lässt den Hook weiter liegen und greift mit rechts überstreckt hoch in ein ganz gutes Dreifingerloch. Jetzt lässt man den Hook kommen und greift über einen schlechten Zwischengriff weiter in so ein 1,5 Fingerloch. Man muss hier seine Füße umstellen und startet in den wirklich schwersten Teil. Ein Abkletterzug über ein schlechtes Zweifingerloch runter in das Ziellettenloch, bei dem man wieder was Gutes legen kann. Genau, die schwersten Züge sind jetzt geschafft. Es folgt noch die Krux von Geduld Stefan, ungefähr eine 7C. Man legt einen interessanten Fußklemmer, der auch hier die Krux wieder überhaupt ermöglicht. Genau, ab hier könnte man auch die Haken klippen von Geduld Stefan. Aber da man die schwersten und gefährlichsten Stellen schon hinter sich hat und auch ein paar gute Placements vorhanden sind, klettere ich das Thread weiter. Es folgen noch so ungefähr 10 leichtere Meter und dann hat man das Top erreicht. Thank you.
Tobi, was sagst du dazu? Top. Okay, schaut eigentlich gut aus. Fuck. Was war das?